Seid mir grüßt, meine Poke-Freunde. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Pokémon-Karten-Opening. Heute mal wieder mit einem Opening zu Zenit der Könige, dem Sonderset, das den Abschluss des Schwert- und Schildzyklus darstellt. Gefeatured in diesen wunderbaren Blistern, die wir heute dabei haben, sind die Endstufen der Starter-Pokémon Libalo, Inteleon und Gordrom. Alle drei Blister haben wir hier auf dem Tisch und ich würde sagen, wir schauen mal in die Blister rein. So, da haben wir die Blister ausgepackt. Ja, gehen wir einfach mal von links nach rechts durch. Wir haben einmal einen Libalo-Pin in der im Libalo-Blister. Dann eine wunderschöne Promokarte im Galaxy Foil. Galaxy Foil ist ja grundsätzlich sehr beliebt. Die SWSA 278, oh mein Gott, wie viele Promos es gibt. Drei Booster und ein Code, der es im Online-TCG freischaltet. Der ist natürlich erstmal für mich. Im zweiten Blister haben wir einen Gordrom-Pin, auch sehr nice. Dann haben wir eine Gordrom-Promokarte. Auch die ist natürlich im Galaxy Foil gehalten. Auch sehr cool. Artwork sieht auch ziemlich awesome aus. Die Promo 277 haben wir hier. Zudem natürlich auch drei Booster und einen Code. Dann haben wir noch einen Inteleon-Pin. Und auch hier wieder analog dazu eine Promokarte im Galaxy Foil. Sehr nice. Das ist die Promo Nummer 279. Und drei Booster. Dann würde ich sagen, wir öffnen einfach mal die Booster. Könnt ihr gerne mal, wenn ihr Lust habt, ein kleines Spielchen mitmachen und euren Tipp abgeben, wer von den dreien heute das Rennen machen wird. Libalo, Gordrom oder Inteleon mit dem besten Puls. Erster Booster für die Libalo Blister. So. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr euch die Blister auch gegönnt? Die sind tatsächlich relativ gut zu kriegen. Bei uns im Galerie Kaufhof gab es sie sogar noch zu kaufen, wenn man sie haben will. Preis ist auch okay. Wie immer bezahlt man halt ein bisschen mehr, weil Promo-Material drin ist. Aber die Promokarten im Galaxy Foil sind natürlich auch ziemlich nice. Da kann man, denke ich, nicht meckern. Zenit der Könige, natürlich immer noch weiterhin ein richtig cooles Set. Schöne Karten kann man hier pullen und ich hoffe heute mal vielleicht auf die erste Goldkarte. Das wäre nice. Der Weaver-Slot ist der interessante Slot. Da haben wir jetzt hier einen Volley, aber grundsätzlich können hier halt die Galeriekarten sein. Und ein Pandagro. Dann erster Booster für Gordrom. Ein Code für euch. Viel Spaß damit. Wenn ihr was Gutes zieht, schreibt es mir wie immer in die Kommentare. So, wir gehen nach vorne. Wir drehen um und starten rein mit der Unlichtenergie bei Gordrom. Sonnenbonbon, Stolrak, die Freunde aus Sinnoh, der Trank, Galapantimos, Sonnkern auf der Weide, Smogon, Myrapler, strahlendes Akub. Der erste Hit ist im Gordrom-Blister gefunden worden. Und ein Kapufala in Holo. Das lasse ich auch mal als Hit durchgehen. Strahlende Akub ist wie immer eine sehr schöne Karte. Dieses eine Shiny Akub zwischen all den normalen Akubs ziemlich nice. Und grundsätzlich sind die strahlenden Karten ja auch ziemlich cool. Zieht man natürlich relativ häufig und man kann sie nur einmal im Deck spielen. Daher, denke ich, sind damit die meisten Leute schon versorgt. Nächster Booster ist dann der erste Booster für Inteleon. Aktuell dann Akub knapp in Front, würde ich sagen, von den Burnpuls. Vier Karten nach vorne und wir haben eine Wasserenergie. Okay. Die Trekkingschuhe, Lunastein, Sonnfell, beide hintereinander. Nice, die Stein. Pokémon Molunk, Energiesuche, Marbula, Algit, ohne Energie, das ist eine Reverse-Energie, hier gibt es ja die Reverse und es gibt die Full-Art-Energien quasi und dahinter Bluebella, die Energie nehme ich mal als Hit mit, würde ich sagen. Damit geht es weiter mit dem nächsten Booster, ja, der Booster Nummer 2 für Libalo. Achso, ich habe gar keinen Tipp abgegeben, ne? Also ich bin ehrlich, ich hätte wahrscheinlich Libalo getippt als Top-Box, mal gucken, ob sich das bewahrheitet, aktuell sieht es ja eher nicht so aus, aber mal schauen. Stahlenergie, Sonderbonbon, ein Zwirklob, der Energieumschalter, Sichlor, Emolga, Kikugi, oh, sorry, Owei, oh, Kyogre, Reverse Holo Rare, oder? Ist eine Rare, nice. Ist gar nicht mal so, oh, einfach zu ziehen. Silembrim VMAX, die fehlt mir auch noch, richtig gut. Eine VMAX-Karte. Ich sag's mal wieder, ich glaube, die Karten aus dem Hauptset, also die, die nicht auf dem Reverse Hot, also die normalen Rares quasi, die sind auch gar nicht so einfach zu bekommen, alle, die guten. Weil es einfach unglaublich viele Rares, Holos, VMAX, V-Stars sind, die im normalen Set sind. Und das macht das Ganze echt nicht so einfach. Zweiter Booster für Team Gordrom. Ich mache mal ein Guess. Feuer. Okay, es ist Stahl. Duflor, der Superball, Trekkingschuhe, Molunk, Energiesuche, Marbula, Argit, Volley, Chelast, Gala, Galerie. Nice, Galeriekarten sind immer schön. Chelast ist natürlich auch ein cooles Pokémon und die Karte dürfte mir auch noch fehlen, glaube ich sogar. Und ein Cupidos. Das ist so hässlich. Aber hey, ich glaube tatsächlich, die fehlt mir sogar noch. Wie gesagt, auch die Rare-Karten müssen erstmal gezogen werden. Somit dritter Hit bei Gordrom. Dann jetzt auch der zweite Booster für Inteleon. Und dann haben wir auch schon ein gutes Stück geschafft von dem Opening. Der Code ist nochmal für euch. Viel Spaß damit. Wenn ihr es gut sieht, wie immer, schreibt es in die Kommentare. Ihr Karten nach vorne. Und wir starten mit einer Psychoenergie. Wieder Stahl, okay. Freunde aus Sinnoh. Dann haben wir Duflor, Britzigel, Tangela, Upanz, Galamauzi, Energiezugewinn, Rhinox, Bidisa Reverse Holo, das heißt hier keine Galeriekarte, aber ein Zwolok auf dem Wear-Slot, naja. Dann Libalo, dritter und letzter Booster. Mal gucken, ob der
mit Team Liberlo nochmal ein bisschen gönnt. Oh, eine Faustenergie. Da muss ich nicht guessen. Da ist die Faustenergie. Echt ziemlich oft drin. Buddelbrüder, Girafarik. Ich weiß gar nicht, was ich mit den ganzen Faustenergie machen soll. Das sind jetzt mittlerweile echt viele bei mir im Schrank. Energiesuche. Sichlor. Riolu. Piondagi V. Eine große Galagalerie-Karte. Nice. Nicht unbedingt der Favorite von den meisten wahrscheinlich, aber die muss man auch erstmal ziehen. Alles schöne Knete gehalten hier mit dem Pion Skoras an der Seite und dem Shiny Piondagi. Ist das Shiny? Nein, ist normales, oder? Sehr cool. Schönes Artwork finde ich persönlich, auch wenn ich das Pokémon nicht so feiere, aber nehme ich gerne mit. Und Kommandutan in Regular Rare. Das heißt, aktuell würde ich sagen, ist Liberlo leicht in Front. Wir machen jetzt den Inteleon Booster auf, damit wir die maximale Spannung bei Team Gortrom behalten. Oh, schon wieder eine Faustenergie. Faustenergie. Dann haben wir Rockaiman, Luluxio, Freunde aus Hisui, Wolli, Iguana, Pam Pam, der Tausch, Nepke, Reverse Holo Perla. Das ist ein nicer Hit. Richtig schöne Karte. Perla und ich glaube, das sind die ganzen Dudes aus dem Diamant-Clan, oder? Wenn ich mir das so angucke. Oder aus dem Perl-Clan, würde wahrscheinlich eher Sinn machen. Man weiß es nicht. Aber es sind sie alle, oder? Cool. Sehr schöne Karte. Oh, und Freunde aus Hisui. Doppelhit-Booster. Nice. Oh, die Karte ist auch awesome. Da haben wir dann den Rettungstrupp, oder? Ne, ist Perla. Dann ist der Hauptprotagonist. Und das Diam, oder? Und das ist... Ich habe den Namen vergessen. Zweimal Perla, richtig starke Karten. Zwei Trainer-Full-Art-Karten. Das zieht mir gerade die Schuhe aus, wenn ich welche anhätte. Damit würde ich sagen, muss Gortrom jetzt nachziehen, sonst ist es der Schlechteste. Hätte ich nicht gedacht, dass das so kommt in dem Opening. Hätte ich nicht gedacht, aber ich will nicht meckern. Die Ausbeute richtig gut. Und wir gehen rein mit einer Feuerenergie. Wasser, das ist die, die ich sonst immer nehme. Stolrak. Uflor. Superball. Jetzt noch die Daumen drücken für den letzten Hit. Vielleicht doch endlich mal eine Gold. Ich habe schon so viel geöffnet, noch keine Gold. Das ist echt schade. Zipur zu Weaver's Hollow Rare. Weaver's Hollow. Und Cleopatra. Ja, moin. Das war dann zum Abschluss leider doch nichts mehr. Ich würde sagen, wenn ich das so bewerten müsste, Platz 1 geht an Inteleon, Platz 2 Liberlo, Platz 3 Gortrom jetzt im Endeffekt. Und wir gucken mal die Hits an. Bei Liberlo hatten wir auf jeden Fall Piondragi V und Silembrim V Max. Zwei sehr gute Karten, die mir auch bald noch fehlen. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, Piondragi habe ich. Chelast haben wir bei Gortrom, Strahlendes Akub und ein Holo Kapu Fala. Auch die Box war auf jeden Fall gut für drei Booster, würde ich sagen. Ich glaube, alle waren gut für drei Booster. Und dann natürlich die Box, die am Ende richtig gegönnt hat mit dem Super Booster am Ende. Perla, Full Art, Freunde aus Hisui, Full Art und eine Reverse Holo Kampfenergie. Also da kann man echt nicht meckern, würde ich sagen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welche Box ihr am besten fandet. Und ich würde sagen, um euch den Hit des Tages aussuchen zu lassen, nehmen wir fünf Karten nach oben. Chelast, Galagalerie. Strahlendes Akub, Freunde aus Hisui, Full Art, Perla, Galagalerie, Full Art, Piondragi, Galagalerie V und Silembrim V-Max aus dem Hauptset. Bin gespannt, was euer Hit des Tages ist. Ich bin, glaube ich, bei Perla, Freunde aus Hisui, boah, schwierig. Ich glaube, einen Tacken mehr bei Perla, aber nur ganz, ganz wenig. Also das ist echt beides richtig gute Karten. Bin gespannt, was ihr sagt. Und denkt dran, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Da wenn ich gerne konstruktive Kritik in die Kommentare schreiben. Aber auch sonst könnt ihr euch gerne einen tollen Kommentar da lassen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video oder Stream wieder. In dem Sinne, tschüss bis dann, euer Marcel. Ciao, ciao.